Soziologie-Magazin. Wir begrüßen Sie ganz herzlich heute, Professor Michael Hartmann. Sie lehren an der TU Darmstadt und beschäftigen sich vor allem mit dem Schwerpunkt Elite-Soziologie auch. Und hatten Sie auch ganz verschiedene Bücher geschrieben, zum Beispiel Soziale Ungleichheit, kein Thema für Eliten, oder der Mythos von Leistungseliten. Und das verweist ja auch auf Ihren Schwerpunkt Elite-Soziologie. Sie werden auch oft als Elite-Forscher zitiert. Und da wäre unsere Frage, warum das große Interesse daran, also an Eliten vor allem? Ja, es gibt in der Soziologie eine lange Zeit, wo sich niemand damit beschäftigt hat. Mhm. Also man kann sagen, eigentlich ab spätestens Mitte der 60er, da haben Dahrendorf und Zapf aufgehört, sich damit zu befassen, hat es in Deutschland nur noch in den Politikwissenschaften so eine Gruppe gegeben, also im Wesentlichen die Mannheimer Studien, die in größeren Abständen erfolgt sind, aber theoretisch keine besonders brisanten Fragestellungen hatten. Und dann ist das alles so ab den 90er Jahren wieder zum Thema geworden, weil Eliten in Deutschland lange kein Thema waren, aus zwei Gründen. Erstens, die hatten sich in zwei Weltkriegen massiv diskreditiert, vor allem im Nationalsozialismus. Und man verband mit dem Begriff nicht besonders viel Positives. Und das Zweite war 68, die 68er-Bewegung hat dann endgültig gesagt, Eliten brauchen wir nicht. Und das war so ein stillschweigender Konsens, dass man das zumindest öffentlich nicht mehr anspricht. Und das ist dann mit 89, mit der ganzen Wende, auf einmal neu thematisiert worden, weil die Bundesrepublik eine andere Position in der Welt auf einmal hatte. Also nicht nur wirtschaftlicher Riese, politischer Zwerg, sondern auf einmal war man auch politisch wieder bei den Großen dabei. Und alle anderen, die vergleichbar waren, also die Briten, die Franzosen, die Japaner, die US-Amerikaner, hatten alle Elitebildungsstätten, hatten alle ihre Eliten auch positiv konnotiert in den jeweiligen Ländern. Und dann ist in Deutschland so ein Elitediskurs entstanden. Also es gab Kräfte, die das auch die ganze Zwischenzeit eigentlich gerne gemacht hätten, die ja jetzt aber gespürt haben, wir können wieder in die Öffentlichkeit gehen. Und dann gab es eine Elitendiskussion auf einmal und da hat man als Wissenschaftler dann eben Glück oder Pech. Also wenn ich meine Bücher 10 Jahre vorher geschrieben hätte, wäre das ein uninteressantes Randgebiet gewesen. So hat es halt mitten in den öffentlichen Diskurs gepasst. Und das ist immer ein Risiko, wenn man was macht, was die anderen nicht machen. Also wenn man den Mainstream macht, ist das eine sichere Kiste. Wenn man was macht, was sonst keiner macht, kann man Pech haben, das war's. Oder man hat halt Glück. Es muss wissenschaftlich auch gut sein, aber es muss eben auch in so eine Zeitströmung passen. Und dann ist man auf einmal praktisch konkurrenzlos auf dem Feld. Und warum ich überhaupt darauf gekommen bin, das ist eine relativ zufällige Konstellation. Also es ist nicht mein ursprüngliches Gebiet gewesen, sondern ursprünglich habe ich mich beschäftigt mit Industrie- und Angestellten-Soziologie und bin dann durch die vielfältigen Irrungen und Wirrungen der Berufskarriere, also wenn man nicht in so Seilschaften drinsteckt, was nie mein Ding war und nicht auf Konferenzen geht, nur um gesehen zu werden, sondern irgendwie wegen Inhalten, was meistens ja die Ausnahme ist, dann muss man damit rechnen, dass die Karriere sehr bunt verläuft und ich bin 5 Jahre bei den Juristen gewesen, an der juristischen Fakultät, was ungewöhnlich ist für einen Soziologen. Und in diesen 5 Jahren gab es eine Absprache mit meinem damaligen Chef, dass ich bestimmte Sonderrechte habe, wenn ich ihm 2 DFG-Projekte an Land hole, seine Vorlesung mache und seine Zeitschrift. Und das erste DFG-Projekt beschäftigte sich mit EDV-Einsatz in Industrieverwaltung, aber unter dem spezifischen Gesichtspunkt, was machen eigentlich Wirtschaftsjuristen mit EDV? Es war damals eine heftige Diskussion und man glaubte, diese neuen Datenbanken für Juristen, Juris, Solis, die würden jetzt einen unheimlichen Aufschwung erleben. Und das habe ich bei der DFG beantragt, ist auch bewilligt worden. Und dann habe ich festgestellt, A, das mit der EDV ist nicht so dolle. Und B, und das ist mir dann aufgefallen, diese Juristen haben alle so einen ähnlichen Hintergrund. Ich habe erst nicht gezielt danach gefragt, später dann schon. Und habe dann festgestellt, bei manchen muss ich danach fragen, die kommen alle aus dem großbürgerlichen Milieu, wenn sie Führungspositionen haben. Ich kannte nun dieses Milieu, das ist der Vorteil, deswegen ist es mir aufgefallen, weil ich aus dem Milieu komme, habe ich gedacht, Mensch, die alle immer dasselbe. Da sind auch keine Arbeiterkinder dabei oder so normale Mittelschichtkinder, sondern das kennst du doch alles. Und dann ist dieses Interesse entstanden und dann habe ich ein paar weitere Projekte gemacht und das hat sich erhärtet. Und dann irgendwann kriegt man von den Medien den Stempel Elitenforscher. Ja. Da kann man auch nichts gegen machen, das ist eine Sisyphus-Arbeit, wenn man den nicht haben will.
wenn man den einmal hat, das ist für Medien so griffig. Mhm. Soziologe ist irgendwie, ja gut, da gibt es so viele Elitenforscher, gibt es einen, hat man den Stempel und das, ich kenne diese Mechanismen, ja, habe ich gesagt, okay, ist man nicht zwingend glücklich mit, aber wenn man eh nichts dagegen machen kann, dann soll man es halt dabei bewenden lassen. Und so ist das dann so über die Jahre gekommen und das Erstaunliche ist, dass es immer noch relativ wenig Leute gibt in der Wissenschaft, die sich damit beschäftigen. Mhm. Es gab am Anfang einen Schwung von Leuten, also aus verschiedenen Bereichen, also Münkler hat das mal gemacht, Schwengel, also alle haben sich mal so kurz damit beschäftigt und haben dann festgestellt, so einfach geht das nicht. Das waren dann meistens Veröffentlichungen, deren Substanz naja, mehr oder minder groß war und dann haben die auch wieder was anderes gemacht. Und von den Nachwuchswissenschaftlern ist es eine relativ kleine Zahl, was meines Erachtens einen entscheidenden Grund hat. Es gibt keine Professuren mit dieser Nomination. Das heißt, sie orientieren sich als Nachwuchswissenschaftler daran, wo können sie mal eine Professur kriegen. Mhm. Das ist zwar für 90% Illusion, aber es ist die Perspektive, die man hat. Mhm. Und wenn man dann guckt, wo gibt es Professuren für Gender, Sozialstruktur, Theorie, ganz viele Methoden, und Stadt und so weiter und so fort, Elite-Soziologie gibt es keine. Ja. Also selbst meine heißt offiziell nicht so. Mhm. Also ich stehe zwar immer dran auf der Homepage und ich werde angekündigt für Elite- und Organisationssoziologie. Meine Professur heißt Organisations- und Arbeitssoziologie. Da komme ich ja auch her. Mhm. Das heißt, auch heute würde ich vermutlich mit diesem Schwerpunkt nirgendwo mich auf eine Professur bewerben können. Mhm. Und das ist dann eben so ein Punkt, da müsste man, wenn man das jetzt innerhalb der Soziologie sieht, müsste man eine Arbeitsgruppe in der DGS bilden, dann eine Sektion und so. Das ist der übliche Gang der Dinge. Es gibt ja auch eine Reihe von Kollegen, die das sehr erfolgreich gemacht haben. Also ich weiß, bei der Organisationssoziologie, da gab es genau diesen Weg. Und am Schluss alle die am Anfang das mitgemacht haben, haben alle ihre Professuren für Organisationssoziologie gekriegt. Das ist dann sozusagen der letzte Schritt. Und das hätte ich machen müssen, weil ich als Einziger da wahrscheinlich durchsetzungsfähig genug gewesen wäre. Aber mein Interesse ist halt ein anderes. Also ich bin, wenn ich gefragt würde, was ist für mich entscheidender politisch, was zu bewegen oder in der Wissenschaft, da würde ich mich immer fürs Erste entscheiden. Also ich bin eher ein politisch agierender Mensch und mache deswegen auch viel in der Öffentlichkeit, als jetzt einer, den es umtreibt in der Wissenschaft, nun dies und das zu machen. Wenn man beides miteinander verbinden kann, ist das ja schön, aber der Schwerpunkt liegt bei mir woanders und dementsprechend diese ganzen Ämter in der Wissenschaft, das ist nichts, was mich wirklich reizt. Also das mache ich nur dann, wenn mich jemand darum bittet, also ich sage mal, bei der Bildungssoziologie habe ich das eine Reihe von Jahren gemacht als Vorsitzender, weil ich der Einzige war, der ein Sekretariat hatte. Mhm. Eine Kollegin hat mich gebeten, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, aber nicht, weil ich es wirklich wollte. Mhm. So ist das dann halt. Ja. Und da stellt sich ja zum einen auch die Frage, weil es da ja auch viele Richtungen gab bei der Elitenforschung, Leistungselite zum Beispiel, dann Machtelite. Wie würden Sie denn den Begriff Elite definieren oder wie sind Eliten strukturell aufgebaut auch? Also unabhängig jetzt erstmal von den verschiedenen Zweigen, die es gibt, also funktionalistische und kritische sind ja heute die klassische, so Mosca Pareto, die spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Mhm. Die meisten sind Funktionalisten und dann gibt es eben die paar kritischen. Aber wo sich eigentlich alle einig sind, die heute empirisch dazu forschen, dass man Eliten so definieren kann, das sind die Leute, die qua Amt oder qua Eigentum, das gibt es in der Wirtschaft, halt in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu beeinflussen. Dann hat man eine Definition, die grenzt erstmal ab. Jetzt kann man natürlich sagen, wie groß ist der Kreis. Also das letzte Projekt, was ich zusammen mit dem Wissenschaftszentrum in Berlin gemacht habe, da haben wir nur die Kernelite, das waren nur 1000 Positionen. Das ist sehr strikt. Also da sind zum Beispiel die meisten Minister auf Länderebene schon nicht mehr dran. Das kann man weiterfassen. Das habe ich in verschiedenen Projekten auch immer. Also man kann sagen, man nimmt nur die großen Unternehmen und nur die Vorstandsvorsitzenden. Man kann auch die Vorstände nehmen. Man kann bei der Unternehmensgröße nach unten gehen. Es gibt keine Normen dafür. Man muss es nur mal vorher erklären, dass man eben eine Kernelite nimmt oder der klassische Eliteansatz sind ungefähr 4000 Positionen. Man kann aber auch sagen, ich nehme einen größeren und dann bin ich schon bei 40.000. Das muss man vorher beschreiben, dann kann man sich darüber einigen, aber der Maßstab ist immer derselbe, gesellschaftliche Entwicklung beeinflussen und ob man nun den Oberbürgermeister von Mainz noch dazu rechnet oder sagt, nee, das spielt keine Rolle, Oberbürgermeister lassen wir raus, das ist letztendlich häufig eine Frage, wie umfangreich so ein Projekt überhaupt aussehen kann. Also wenn Sie so viele Personen, also ich sag mal, wenn man unseren Oberbürgermeister dazu nimmt, dann kommen Sie ruckzuck bestimmt auf 7.000 bis 8.000 Positionen. Und das ist empirisch, wenn Sie ein Projekt machen, kaum noch handhabbar.
Und manchmal entscheidet sich das einfach so, wenn man sauber definiert. Was dann strittig ist, ist die Frage, wie diese Eliten strukturell zusammengesetzt sind und wie man in Elite-Positionen kommt. Und da ist der Hauptgegensatz zwischen Funktionalisten und den Kritischen. Also bei den Kritischen, das gibt es ja relativ wenige, aber es gibt sie schon sehr lange. Also der erste war Mills in den 50ern, dann hat es lange nichts mehr gegeben, dann kam Bourdieu. Der hat sich aber auch schon im Grunde seit Anfang der 90er nicht mehr mit Eliten beschäftigt, sondern das ist dann das Feld der Macht geworden und ähnliches. Und dann habe ich das wieder aufgegriffen, jetzt unabhängig von Bourdieu. Ich bin zu Bourdieu erst später gekommen, als ein Kollege mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass meine empirischen Ergebnisse da so prima mit zusammenpassen. Ja, ich komme eher aus der Empirie als aus den theoretischen Sachen. Und die Funktionalisten sind weltweit auch immer noch dominierend. Wobei man sagen muss, da hat sich in letzter Zeit was geändert, da komme ich gleich noch zu, ich will es erstmal beschreiben. Also die funktionalistische Grundthese heißt ganz einfach, es gibt Teileliten in verschiedenen Sektoren, die konkurrieren miteinander. Der Zugang zu den Eliten ist prinzipiell offen, funktioniert nach Leistung. Der entscheidende Kanal ist der Bildungsabschluss. Und weil die miteinander konkurrieren, ist das so ein System wie in den USA, auch Check and Balances, das heißt, die kontrollieren sich gegenseitig. Die kritischen Eliten, Forscher weisen immer darauf hin, dass dieser Ansatz zwei Schwächen hat, die aber mit demselben Punkt zusammenhängen. Also A, es funktioniert nicht nur über Leistung, oft nicht mal vorrangig über Leistung, sondern es funktioniert sehr häufig über soziale Herkunft. Das ist eine Einengung. Das heißt, Eliten rekrutieren sich zwar nicht aus sich selbst, aber doch aus einem sehr schmalen oberen Spektrum der Gesellschaft. Also Bourdieu nennt das die herrschende Klasse. Bei Mills waren es die guten Familien und die Großunternehmer und ähnliches. Und ich nenne es immer Bürger- und Großbürgertum. Das kann man dann unterschiedlich definieren, unterschiedlich präzise auch. Also bei Bourdieu ist das manchmal nicht ganz präzise definiert, was auch der herrschende Klasse versteht. Aber das ist egal, es ist im Grunde was Ähnliches gemeint. Und weil die sich aus einem hauptsächlich aus einem engen Spektrum rekrutieren, gibt es unabhängig davon, dass die in verschiedenen Sektoren tätig sind, sehr viele gemeinsame Elemente. Das ist die soziale Herkunft und in den Ländern, die wie Frankreich und USA Elite-Universitäten kennen, ist es auch ein gemeinsamer Bildungsweg. Also am krassesten in Frankreich, das beschreibt Bourdieu da sehr richtig, wie scharf, sozial, selektiv diese Elite-Institutionen auswählen. Das hat Mills für die USA auch schon beschrieben. Der hat sich nicht ganz so auf die Bildungsinstitutionen konzentriert, sondern auch andere Prozesse beschrieben. Aber da gibt es dann die Unterschiede. Was man jetzt feststellen kann, also ich habe vor kurzem, das heißt vor kurzem, Anfang letzten Jahres eine Anfrage gekriegt, es gibt 2015 wieder eine International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. Das ist so, sind so 29 Bände, wo sämtliche Verhaltens- und Sozialwissenschaften drin sind, also die Psychologie, die Philosophie, Teile der Medizin, Soziologie, Politikwissenschaften, Teile der Geisteswissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften, und das ist dann so State of the Art. Und die haben mich angefragt zu Eliten. Da habe ich gedacht, okay, das ist schon mal eine Veränderung, dass ein kritischer Elitenforscher praktisch den State of the Art Artikel für die nächsten 20 Jahre schreiben darf. Das hat A damit zu tun, dass es nicht so viele gibt. Es hat aber auch damit zu tun, dass diese kritische Sicht sich in den Ländern, die sich intensiver damit beschäftigen, relativ weit durchgesetzt hat. Also wenn es heute Elitenforschung gibt, in einem nennenswerten Umfang empirisch, kann man die am ehesten in Skandinavien finden. Also vor allem in Norwegen und in Dänemark, aber auch in Schweden. Norwegen und Dänemark, die machen regelmäßig größere Projekte, vor allem die Norweger, und die orientieren sich sehr stark am Bourdieu, nehmen zum Teil meine Sachen auch auf. In den anderen Ländern, in Frankreich, gibt es keinen wirklichen Nachfolger von Bourdieu, sondern das ist dann eher das Einzelne mal hin und wieder was machen, was sich aber meistens wiederholt. Also dass die ENA diese Position hat, das weiß man nun inzwischen, das wird dann reproduziert, ist nicht besonders ergiebig, aber bestätigt das eben. Und in Großbritannien gibt es so kleinere Ansätze im Zusammenhang mit skandinavischen Forschern. In den USA gibt es kaum was. Auch in Japan nicht. Geschweige denn jetzt China, Indien oder so. Die meisten, mit denen ich zu tun habe, sind entweder Skandinavier oder sie kommen aus Deutschland und sind woanders. Also sind jetzt in den USA oder sind an der London School of Economics oder sind in Lüttich oder sind in Paris. Und da kriegt man so einen Überblick einfach drüber. Und mein Überblick besagt, dass die Position der kritischen Elitesoziologie, die man so vor 20 Jahren hätte beschreiben können, absolutes Randdasein, dass sich das deutlich verändert hat. Also dass es inzwischen einen richtigen Streit gibt, wo es
in manchen Ländern auch ein Übergewicht der kritischen Sichtweise gibt. Also die Funktionalisten, die über Jahrzehnte das vollkommen dominiert haben, die dominieren das nicht mehr so. Und wie sieht es mit Machtstrukturen in Eliten aus? Also wie kann man da irgendwelche Strukturen erkennen untereinander? Also auch wenn Sie sagen, es gibt ja auch bestimmte Berufsgruppen, die da genannt werden können. Ja. Konkurrieren die auch untereinander? Oder ja, es gibt Konkurrenz zwischen Berufsgruppen, das muss man sagen. Also es ist in Deutschland zum Beispiel, die Juristen, mit denen ich angefangen habe, waren früher die dominante Berufsgruppe. Es gab in der öffentlichen Verwaltung das Juristenmonopol, das weiß heute kaum noch jemand. Das heißt, jeder, der in den höheren Dienst wollte, abgesehen vom Schuldienst und von den Hochschulen, musste das zweite staatliche Examen in Jura haben. Dann gab es viele Juristen in einflussreichen Positionen in der Wirtschaft. Das war zwar nicht die stärkste, aber die einflussreichste Akademikergruppe. Es gab natürlich in der Justiz nur Juristen, also Verwaltung, Wirtschaft, und es gab in der Politik viele Juristen. Und diese starke Stellung der Juristen hat sich nicht erhalten. Also in der Politik sind sie, je nachdem, welche Parteien in einer Regierung sind, immer noch stark vertreten. Nicht mehr so stark wie früher, aber immer noch stark. Das Juristenmonopol in der Verwaltung ist durchbrochen worden. Sind zwar immer noch die Mehrheit, aber nur noch knapp. Gut, Justiz ist klar, versteht sich von selbst, aber in der Wirtschaft haben sie dramatisch am Boden verloren. Also da haben sie früher ein Drittel der Spitzenvertreter gestellt, heute ist es nur noch jeder Zehnte. So dass dieses verbindende Band der juristischen Fakultäten, das gibt es nicht mehr. Diese Konkurrenz zwischen einzelnen Fachdisziplinen verläuft aber selten so nach dem Muster, da konkurrieren Disziplinen mit ihren Verbänden, sondern das ist einfach ein Prozess, der verläuft, und dann kann man es feststellen und dann bedauern die einen das, die anderen freuen sich. Aber es ist kein wirklicher Machtkampf, weil die jeweiligen Professionen in Deutschland nicht so organisiert sind wie in den USA. Also in den USA, die Juristen, die haben ihre Dachverbände und die fighten richtig um Zuständigkeiten. Während in Deutschland gibt es den Anwaltsverband, der ist für die Anwälte, dann gibt es den Richterbund, der ist für die Richter, die interessiert das nur zum Teil, dann gibt es die Wissenschaftler. Und das zerlegt sich dann alles so, da ist keine wirkliche gemeinsame Anstrengung zu erkennen. Das ist aber auch für die Machtstrukturen meines Erachtens nicht so wesentlich, welche Fächer die studieren. Denn man sieht auch in der nachfolgenden Generation, ich sage jetzt mal der Bürger- oder Großbürgerfamilien, die switchen dann einfach um. Also die studieren dann häufiger Wirtschaftswissenschaften und nicht mehr so häufig Jura. Da gibt es Veränderungen, weil man das erkennt, dass das oben anders geworden ist. Letztendlich ist für Machtstrukturen entscheidend aus meiner Sicht, nach welchen Kriterien werden Positionen besetzt, weil die Macht hängt mit dem Amt zusammen. Also wenn Sie sich angucken, also jetzt die Wahlen, ob eine Bundestagswahl mit 90% Wahlbeteiligung oder mit 70, oder ob eine Kommunalwahl, also wir hatten jetzt in Wiesbaden eine, das war noch gut 30%, das ist für die Macht, die mit dem Amt verbunden ist, völlig egal. Solange die unten sagen, wir gehen nicht hin, aber der Rest ist uns wurscht, können die oben sagen, okay, dann agieren wir auch so. Solange es keinen Widerstand gibt, macht man halt mit den Amtsvollmachten, die man hat, wie vorher weiter. Und das ist eine Macht, die dann qua Amt gegeben ist oder eben in der Wirtschaft qua Eigentum. Und da kommt es drauf an, wer kommt in diese Machtposition. Und da hat es halt in Sektoren wie der Wirtschaft seit Jahrzehnten einen ähnlichen Mechanismus gegeben. Da findet man immer zu über 4/5 Bürger- und Großbürgerkinder. In der Politik war das lange Jahrzehnte anders. Da gab es mehrheitlich immer Kinder so aus der normalen Bevölkerung. Also es gab kaum jemals jemanden, dessen Vater ein ungelernter Arbeiter war. Aber Facharbeiterkinder gab es relativ viele oder kleine Selbstständige, mittlere Beamte, Angestellte und so. Und das hat sich in den letzten gut 10 Jahren verändert, vor allem in der Bundesexekutive. Das heißt, bei den Positionen, die mit der meisten Macht verbunden sind, also Bundesregierung, die Staatssekretäre, da gibt es inzwischen auch ein Übergewicht von Bürger- und Großbürgerkindern. Was bedeutet, dass wenn man in diesem System von Checks and Balances denkt, dass das Gegengewicht, was noch am ehesten existiert hat, in Relation Politik zur Wirtschaft und die hohen Justizbeamten, also in einem Bundesgericht, nur die hohen Verwaltungsbeamten waren ja auch immer zu ungefähr 2/3 Bürger- und Großbürgerkinder, dass das einzig wirklich reale Gegengewicht, was es lange gegeben hat in der Politik, dass das auch deutlich schwächer geworden ist. Und jetzt hat man nur noch Sektoren, die vergleichsweise unerheblich sind, nämlich die Gewerkschaften, da versteht sich's von selbst, und die Kirchen. Aber nun gut, ja, ich meine, die Kirchen sind in dem Maße offener geworden für soziale Aufsteiger, indem sie an Bedeutung verloren haben.
Das ist heute die katholische Kirche in Mainz. Das wird früher so gewesen sein wie meine Heimatstadt Paderborn. In den 50er Jahren war das eine Macht. Da wurde vor den Wahlen gepredigt, was man zu wählen hatte. Und dementsprechend kriegte die CDU bei uns 90%. Und vor allem der Lebensalltag wurde bestimmt. Also wenn es dann Prozessionen gab zu kirchlichen Feiertagen, als ich auf der Volksschule war, Ende der 50er Jahre, da gingen ganze Schulen geschlossen mit, einmal um die Stadt rum zu Fronleichnam. Denkt man, heute kann man sich nicht mehr vorstellen. Und wenn heute über Islam diskutiert wird, dann sage ich immer, Freunde, es ist noch nicht so lange her, mein Onkel hat Mitte der 60er Jahre noch keine Evangelischen eingestellt. Das waren für ihn nämlich keine wirklichen Christen. Denkt man heute, ist irgendwie aus einer anderen Zeit, ja. Aber da war die Kirche, also katholisch in diesen Städten wie Mainz oder Paderborn oder evangelisch in anderen, das war eine richtige Macht. Und das ist vorbei. Und wenn Machtpositionen nicht mehr mit so viel Macht verbunden sind, dann werden sie offener, weil die, die wirklich Macht haben wollen, die interessieren sich dann nicht mehr dafür. Und deswegen sind die katholischen Bischöfe heute, die früher wirklich auch von ihrer Herkunft in Deutschland über einen langen Zeitraum relativ exklusiv waren, die haben heute fast so viel Arbeiterkinder wie die Gewerkschaften. Ja, und da stellt sich ja die Frage, also wenn die Machtverhältnisse sich verschoben haben und gerade so Führungspositionen sozialen Selektion auch unterliegen. Sie haben ja auch schon angesprochen, dass die soziale Herkunft da vor allem eine Rolle spielt. Gibt es da auch andere Kriterien, die da eine Rolle spielen, um eine Führungsposition überhaupt zu erhalten? Ja, natürlich. Also das erste Kriterium ist heute ganz einfach ein Studienabschluss. Also Sie werden kaum noch eine Spitzenposition erringen ohne Studienabschluss. Das gilt inzwischen selbst für die Gewerkschaften. Auch da hat man einen Anteil von über 2/3 inzwischen. Aber querbeet kann man sagen, ohne Studienabschluss, das sind absolute Ausnahmen, das ist ein Anteil von knapp 10%. Alle anderen haben studiert, auch der Bundestag, egal wo man hinguckt, die haben halt alles, das gehört dazu. Also ich kann mich noch an so ein Zitat erinnern, das ist schon über 20 Jahre her, da hat mir mal ein prominenter Wirtschaftsvertreter gesagt, ja, in unseren Jahrgängen war so meine Generation, da konnte man sich, wenn man einen Anspruch an sich selber hatte, doch quasi nur durch Selbstmord im Studium entziehen. Das heißt, das gehört einfach dazu, da diskutiert man gar nicht drüber. Da hängt ein bisschen davon ab, welchen Bereich Sie wollen, sind es natürlich die Fächer. Also Sie werden als Geisteswissenschaftler in der Wirtschaft so gut wie keine Chance haben, allen Reden vom Querdenkertum zum Trotz. Es gibt da immer die Techniker, die Naturwissenschaftler, es gibt die Wirtschaftswissenschaftler und die Juristen und das war's. Dann gibt es hin und wieder mal so Ausnahmen an Psychologen oder mal Kunsthistoriker, aber das sind dann wirklich rare Ausnahmen. In der Politik ist das ein bisschen offener, aber Sie können je nach Sektor dann sehen, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Das sind die Fächer. Das Dritte ist dann, Sie müssen schon in der Regel auch innerhalb des Studiums zu den Besseren gehören. Also Sie können jetzt nicht mit einem Dreierabschluss, das mag in der Politik noch funktionieren, aber in den meisten anderen Bereichen wird da selektiert. Und dann kommen Sie in das normale Beförderungssystem der jeweiligen Sektoren rein. Und da greift eigentlich von Anfang an ein Mechanismus, der mit sozialer Herkunft zu tun hat. Am stärksten in der Wirtschaft, da habe ich es auch am intensivsten erforscht, aber das gilt auch bei den Juristen in der Justiz. Denn sie haben ja immer Vorgesetzte, die ihre Leistung beurteilen. Und die Vorgesetzten beurteilen genauso wie Lehrer Leistung nicht einfach objektiv, sondern beurteilen Leistung mit den Augen ihrer eigenen Herkunft. Was sie positiv finden, was sie negativ finden. Und das sind dann so Sachen, wie der Bourdieu schon bei der ENA zitiert und wie ich sie aus 1000 Interviews auch zitieren kann. Das ist immer so, man liebt dann die Leute, die so ticken wie man selbst. Und da nun traditionell die meisten Spitzenpositionen aus Bürger- und Großbürgerkindern oder von Bürger- und Großbürgerkindern besetzt werden, lieben die Bürger- und Großbürgerkinder. Das ist einfach so eine Dynamik, die sich immer wiederholt. Und ich weiß noch, jetzt in der Wirtschaft, das sind ja immer so Zufallsbeobachtungen, weil ich viel rumkomme und viele Vorträge halte, kann mich noch erinnern, auf so einer wissenschaftlichen Tagung, da war dann jemand, der mich hinterher angesprochen hat. War keine, also ich mache das auch häufig für Unternehmensverbände oder für irgendwelche Wirtschaftszusammenhänge. Aber das war eine wissenschaftliche Tagung und da kam so ein Prof hinterher auf mich zu und sagte, sein Bruder wäre Vorstandsmitglied bei einem großen deutschen Versicherer. Und der hätte vor etlichen Jahren mal gesagt, du, bei mir ist heute ein Neuer reingekommen, der hat sich vorgestellt, der wird mal mein Chef. So wie der da reingekommen ist, wie der geredet hat, das kann ich heute noch nicht. Und der ist auch sein Chef geworden, gut 10 Jahre später. Das konnte man überprüfen. Da kann man sagen, okay, ist auch keine Überraschung, wenn man weiß, aus welchem Milieu der stammt. Das ist eine Familie, die haben seit Jahrhunderten
Macht gehabt. Also so ähnlich wie die Gutenbergs oder so. Das ist irgendwie automatisch, da denkt man gar nicht drüber nach, was Macht ist, sondern man hat sie einfach. Und das sind eben Dinge, die sich dann permanent reproduzieren und die man nur durchbrechen kann, wenn man politisch eingreift. Also ich sage es jetzt am Beispiel der Frauenquote. Es ist ja nicht nur, dass das sozial selektiv ist, sondern auch geschlechtsspezifisch in der Wirtschaft. Da sitzen seit Jahrzehnten Männer und die beurteilen andere Männer. Und wenn die dann beurteilen, haben sie so ihre Maßstäbe und sagen, ah ja gut, du hast ja schon viele gesehen und nee, das ist nicht der Richtige, das ist der Richtige, der ist so wie ich auch, so und sowas. Und dann kommt eine Frau und da funktionieren die Maßstäbe nicht mehr. Bei Frauen hat man nicht häufig gehabt. Und ja, wie ein Mann sitzen sollte, das weiß man irgendwie. Oder wie der auftreten soll, ist berühmt, der muss den Raum füllen. Und dementsprechend sind die meisten Manager Minimum 1,80. Kleine Männer gibt es da so gut wie überhaupt nicht. Jetzt kommt eine Frau rein, da taucht der Maßstab natürlich nicht mehr, weil Frauen auch nicht so groß sind und weil man auch nicht weiß, ob eine große Frau dasselbe aussagt wie ein großer Mann. Das zu durchbrechen gelingt, wenn man es halbwegs zügig erreichen will, eigentlich nur, indem man eine Quote verabschiedet und sagt, verabschiedet euch mal, ihr müsst jetzt einfach. Da müssen die drüber nachdenken. Wenn man das nicht macht, wird das auch reproduziert. Mit leichten Abweichungen. Und ich habe jetzt bei großen Unternehmen, wo es am schnellsten geht, ist ganz einfach, wenn in die Zielvereinbarung für das mittlere Management reingeschrieben wird, also du, Bereichsleiter, du erfüllst deine Zielvereinbarung nur dann, wenn binnen 3 Jahren 25% oder 30% deiner Führungsposition in deinem Bereich mit Frauen besetzt werden. Dann kommt da Druck hinter. Mhm. Wenn man das nicht macht, wird da auch weiter Männer werden. Mhm. Und das ist eben bei sozialer Herkunft genauso. Man müsste eine Quote für Arbeiterkinder einführen. Das ist jetzt im Augenblick, klingt das illusorisch. Aber ansonsten reproduziert sich das. Und das ist in der Wirtschaft am krassesten. In der Justiz, in der Verwaltung nicht ganz so deutlich, aber auch da sind es natürlich die Beurteilungen der Vorgesetzten. In der Politik war das lange anders und das hängt ein bisschen von den Parteienkonstellationen auch ab. Aber auch in der Politik muss man sagen, also wenn man sich die Spitzenvertreter anguckt, sie sind einfach bürgerlicher geworden. Also von Angela Merkel angefangen, wir haben mit von der Leyen und de Maizière 2 Großbürgerkinder jetzt schon relativ lange in 2 wichtigen Ministerien. Das ist völlig ungewöhnlich. Und als zu Gutenberg noch da war, hatten wir etwas, was es noch nie gegeben hatte. Einen der wirklich Reichen, der gehört ja zu den 300 Reichsten in Deutschland, einen der wirklich Reichen im Bundeskabinett. Das war früher völlig unvorstellbar. Und all solche Sachen. Und von daher ist das mit diesem, die konkurrieren miteinander, das ist noch weniger plausibel, als das vor 20 Jahren schon war. Und wie ist es dann mit Kriterien wie zum Beispiel die ethnische Zugehörigkeit oder Religionszugehörigkeit? Spielen die da auch eine Rolle? Religionszugehörigkeit oder? Spielt keine Rolle mehr. Okay. Also außer natürlich, aber das hängt dann mit ethnischer Zugehörigkeit zusammen. Wenn man jetzt mal Christen und Juden rausnimmt, da spielt das keine Rolle. Mhm. Oder Atheisten gibt es ja inzwischen auch eine Menge. Muslim ist immer noch was anderes, aber das hängt eng zusammen mit der ethnischen Zugehörigkeit. Mhm. Und es ist klar, wenn man sich die Migranten anguckt, also die man als Migranten begreift, es ist klar, also wenn jetzt an der Spitze der Deutschen Bank Herr Jane steht, der wird nicht als Migrant gesehen. Das ist genauso wie die Investmentbanker, die aus den USA kommen oder irgendein hoher Manager, der aus Frankreich oder so, sondern Migranten ist ganz typisch, hat man immer das Klischee, entweder Türken oder aus Europa. Und von denen, wenn die nicht eigene Unternehmen aufbauen, in die klassischen deutschen Elitepositionen, das wird noch lange, lange dauern. Also die sind einfach nicht vertreten, was überraschenderweise genauso gilt für die, die in der ehemaligen DDR groß geworden sind. Gibt es auch, also außer in den Bundesländern da, also politisch, das ist klar, da ist inzwischen die Mehrheit der Ministerpositionen wird von ehemaligen DDRlern besetzt. Aber ansonsten in der Wirtschaft gibt es einen unter über 400. Da gibt es mehr Ausländer als ehemalige DDR-Bürger. Und auch ansonsten, Verwaltung, Justiz, null. Die sind einfach, weil diese normalen Karriereschritte, die man absolvieren muss, die sind eben im Westen absolviert worden. Und im Osten, naja gut, das wird wahrscheinlich noch 20, 30 Jahre dauern. Und trotzdem gucken da immer Westler mit dem westlichen Blick drauf. Das wird sich irgendwann dadurch ändern, dass viele aus dem Osten an dem Westen arbeiten und dann weiß man gar nicht mehr, wo sind die eigentlich zu rechnen. Die sind da geboren, aber arbeiten hier und so. Aber diese ganzen Minderheiten leiden darunter, dass der Reproduktionsmechanismus immer im Kern nach dem Prinzip sozialer Ähnlichkeit verläuft, überhaupt der Ähnlichkeit, also geschlechtsspezifische Ähnlichkeit oder eben nationale Ähnlichkeit und alle, die da nicht reinpassen, haben es erstmal schwer. Welchen Einfluss haben ja die Eliten denn auch
auf die Gesellschaft oder auch auf soziale Ungleichheit. Ja, wie die Definition der Eliten schon sagt, das sind die, die gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Und das ist ganz klar, also wenn sie an Bundesgerichten sitzen, ob das nun der Bundesgerichtshof ist, ob das Bundesverfassungsgericht, das Bundessozialgericht, das sind alles Entscheidungen, die dann verbindlich sind. Also zu Hartz IV hat es jede Menge Entscheidungen des Bundessozialgerichts gegeben. Es gibt zu Leiharbeit Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichtes, zum Mietrecht und so weiter und so fort. Es gibt politische Entscheidungen, also wenn die Bundesregierung jetzt beschließt, dies oder das oder jenes, dann betrifft das große Teile der Bevölkerung. Wenn in großen Unternehmen das Spitzenmanagement beschließt, wir investieren oder wir investieren nicht, oder wir stellen Leute ein mit Werkverträgen oder wir lassen das bleiben und all das, betrifft die Lebenswirklichkeit massiv. Das ist ja das Kennzeichen von Eliten, dass sie diese Macht haben. Und das bedeutet in Bezug auf soziale Ungleichheit, dass die Entscheidungen der Eliten soziale Ungleichheit abschwächen oder befördern können. Und was wir in den letzten knapp 20 Jahren, oder sagen wir seit der Jahrtausendwende erleben, soziale Ungleichheit wird massiv befördert. Und ein wesentlicher Grund meines Erachtens dafür ist, das war das Ziel der letzten Elite-Studie oder ein zentrales Ziel, es liegt daran, dass die Eliten die Wirklichkeit anders wahrnehmen. Und zwar auf Basis ihrer sozialen Herkunft. Das bedeutet, wenn man selber in reichen oder sehr wohlhabenden Verhältnissen groß geworden ist, dann nimmt man soziale Ungleichheit völlig anders wahr, als wenn man in Arbeiterfamilien groß geworden ist. Und das gilt selbst dann, wenn man es in Spitzenpositionen geschafft hat. Das ist das Erstaunliche in dem Ausmaß, nicht die Grundtatsache an dem Ausmaß an der letzten Untersuchung war, dass Elitemitglieder, die aus Arbeiterfamilien kommen, selbst dann, wenn sie es bis an die Spitze geschafft haben, soziale Ungleichheit trotzdem deutlich sensibler wahrnehmen als Großbürgerkinder, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes als Wohlstand und Reichtum kennen. Und am deutlichsten war das in der Politik. Also wir haben verschiedene Fragen gestellt und eine Frage war eben, wie wichtig sind höhere Steuern auf hohe Einkommen, Vermögen und so weiter. Und in der Politik war das so, von den Arbeiterkindern hat sich kein einziges, und zwar quer zu den Parteien, hatte nichts mit der Parteizugehörigkeit zu tun, kein einziges gegen hohe Steuern ausgesprochen, sondern die waren fast unisono, es gab so ein paar, die nicht ganz entschieden waren, aber die waren zu 90% für höhere Steuern. Bei den Bürger- und Großbürgerkindern war kein einziger dafür. Die waren zu 90% dagegen und jeweils 10% waren halt unentschieden. Und das zeigt, wie sehr die eigene Biografie das Denken und die Entscheidungen prägt. Und das auf dem Hintergrund ist dann eben besonders schlimm, dass die deutschen Eliten, und jetzt nicht nur in Deutschland, sondern dass Eliten sich so sozial zusammensetzen, weil sie bringen ja ihr Denken mit. Und ich sage jetzt auch mal ein Beispiel, das ist ganz typisch für die Leute, wenn sie immer glauben, alles ist eigene Leistung. Es gibt ein schönes Interview mit Michael Otto, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Otto-Versandunternehmens, also ein großer Konzern, und da stellt er sich da als ein Selfmade-Mann. Er hat aus einem mittelständischen Unternehmen einen Großkonzern geformt. Nun ist das Unternehmen unter seiner Ägide als Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender gewachsen. Aber als er das Unternehmen übernommen hat von seinem Vater, war das ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden und über 20.000 Beschäftigten. Das versteht man nicht unter Mittelstand. Sondern er hat ein großes Unternehmen übernommen und es noch größer gemacht. Und es gibt ein Buch jetzt von einer Christia Freeland, das ist eine Journalistin aus den USA über die Superreichen. Ist halt journalistisch gemacht, aber es ist genau dasselbe. Diese Hedgefondsmanager, die ja bis zu 4 Milliarden im Jahr verdienen, nicht Vermögen haben, sondern Einkommen. Das ist immer dasselbe, das ist alles ihre Leistung. Und da staunt man drüber, aber es ist klar, wenn man so denkt, und wenn man aufgewachsen ist in solchen Denkstrukturen, dann nimmt man das, was Armut in der Gesellschaft bedeutet, vollkommen anders wahr. Das ist irgendwas, die Leute sind selber schuld, denn man kann es ja, wenn man richtig ordentlich was leistet, kann man ja toll was schaffen. Und wer das nicht schafft, das muss an ihm selber liegen. Und dementsprechend werden Fragen wie Hartz IV oder Steuern einfach anders beantwortet, weil die Wirklichkeit aus einer völlig anderen Perspektive gesehen wird. Ja, da könnte man auch aus dem Bereich der Politik ja den Armutsbericht 2013 nennen. Da gab es ja einen Bericht, der verändert wurde in bestimmten Sätzen, zum Beispiel Sätze wie: Mehr als 4 Millionen Menschen arbeiten für weniger als 7 Euro brutto pro Stunde. Solche Sätze wurden dann weggestrichen und da stellt man sich die Frage, woran liegt es? Kann es auch an diesen Strukturen liegen, dass dann
Ja, das in dem Fall lag es einfach daran, dass das Wirtschaftsministerium unter Rösser das nicht wollte. Das Schlimmere bei dem Armuts- und Reichtumsbericht, ich war ja bei dem Bericht davor in der Großen Koalition, weil die SPD daran beteiligt war, da war ich auf Anhörung und der Punkt war, es sollte ja ein Armuts- und Reichtumsbericht werden. Armutsberichte gibt es schon lange und die Zahlen hat man auch, denn die Armen müssen ja alles offenlegen, wenn sie Hartz IV beantragen oder ähnliches oder früher Sozialhilfe. Bei den Reichen ist das viel schwerer. Und dann gab es die Absicht, den Reichtum auch zu erfassen. Und das ist beim ersten Mal schon relativ schief gegangen, weil von, was ich glaube, 430 Seiten waren es irgendwie 25, die sich mit Reichen beschäftigt haben. Das hat sich nicht geändert, obwohl die Datenlage zu den Reichen viel besser geworden ist. Man hat sehr viel genauere Zahlen, vor allem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, über Reichtum, über Vermögensverteilung, Einkommensverteilung. Die tauchen aber alle nicht auf. Wenn man sich anguckt, was im Armuts- und Reichtumsbericht zu Reichtum drinsteht, und das ist das größere Problem als einzelne Sätze. Zum Reichtum stehen A, die meisten Zahlen, die man kriegen kann, einfach nicht drin. Und B, die Hälfte der Ausführungen zu Reichtum ist gewidmet den Stiftungen. Also die Reichen tun doch was. Wo ich dann immer sage, das ist so ein Mechanismus wie im Feudalismus. Da gibt es dann so den Mäzen. Und der entscheidet dann, nach seinem Gutdünken, wofür er Geld gibt und wofür nicht. Und das führt ja auf kommunaler Ebene dazu, die Kommunen sind pleite und die freuen sich, wenn einer überhaupt noch Geld gibt. Ja gut, und dann stellt einer eben da ein Museum hin mit seinem Namen oder der andere sponsert eine Sportstätte, wie auch immer. Aber die Entscheidungen werden nicht mehr demokratisch durch irgendwelche Gremien getroffen, sondern nur durch einzelne Personen. Und diese ganzen Stifter, es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele, aber es gibt schon deutlich mehr, eines wollen die alle nicht, dass ihnen da einer reinredet, sondern das ist ihre Entscheidung, ihr Geld. Und der normale Mechanismus wäre bei höheren Steuern, das sind öffentliche Einnahmen, die werden in öffentlichen Gremien verteilt. Das muss auch nicht immer gut sein. Da gibt es, also in Mainz, wenn ich mir angucke, hier mit der Wohnbau und so, es gibt ja viele Fehlentscheidungen auch da. Aber es gibt eine öffentliche Kontrolle. Während, wenn ich mir jetzt einen vorstelle, der als Milliardär sagt, dafür gebe ich mein Geld. Also ich nehme jetzt mal Hopp mit seinem Fußballverein. Die ganzen SAP-Gründer, der eine steckt es halt im Fußballverein, der andere in eine wissenschaftliche Institution in Potsdam oder so. Wenn die jetzt sterben sollten oder wenn sie die Lust verlieren, dann sagt er, war es kein Interesse mehr. Das kann man im Sport, weil es das da schon am längsten gibt, über Jahrzehnte beobachten, wenn dann irgend so ein Sponsor ausfällt, also im Handball wie auch auf unterer Ebene im Fußball, dann sind die Vereine einfach kaputt. Weil es eben keine Dauerhaftigkeit gibt, sondern es sind Einzelinteressen und die können sich ändern. Und das ist das Problem, aber das ist eben die Hälfte dessen, was über Reiche im Reichtumsbericht steht. Und das ist eine Entscheidung, die hat nichts mit Formulierungen zu tun, sondern damit, was man eigentlich reinhaben will. Und das ist viel schlimmer, das ist nur nicht so diskutiert worden. Diese Schwerpunktsetzung vorher, es sind wieder nur ungefähr 25 Seiten von 450, glaube ich, und von diesen 25 Seiten ist die Hälfte den Stiftungen gewidmet und mildtätigen Einrichtungen und so. Und dann sage ich, das ist ja nicht das Problem. Man hätte über was anderes diskutieren müssen. Die Formulierungen, die geändert worden sind, haben den Vorteil gehabt, dass überhaupt über den Reichtumsbericht öffentlich diskutiert worden ist. Das war im Grunde von der FDP dämlich, die jetzt ruhig drinstehen lassen sollen. Aber nun Gott, ja, so sind es halt. Ja, und da stellt sich ja die Frage, wie kann sich denn was ändern? Also auch die soziale Ungleichheit, was kann man da ändern daran? Also ja, meine feste Überzeugung ist, es ändert sich nur was, wenn es Druck von unten gibt. Das ist meine Erfahrung. Ich bin nun mit 15 angefangen, politisch was zu machen. In der Provinz, da wird man immer geerdet, anders als in Frankfurt. Erlebt man in so einer Stadt wie Paderborn mit, wie die Wirklichkeit so ist. Da hat man gar nicht so viele Leute, die ähnlich denken, dass man sich vom Rest der Bevölkerung großartig abkapseln kann, sondern da kriegt man schon mit, wenn die CDU 80-90% einfährt, wie das halt so ist. Und dann kriegt man ein realistisches Verhältnis dazu, aber man merkt einfach, ob das nun in der Schule ist oder an der Uni oder was weiß ich, Anti-AKW und Friedensbewegung und so, wenn du was bewegen willst, musst du Leute haben, die sich engagieren. Das ist die einzige Chance. Dazu kommt dann, dass man natürlich Wahlen nutzen muss. Das Schlimme ist im Augenblick, dass die Opfer der sozialen Entwicklung einfach nicht mehr wählen gehen. Also ich habe jetzt bei Bundestagswahlen gab es erste Ergebnisse, die genau dem entsprachen, was man vorher bei Wahlen schon gehabt hat. Also es ist für Bremen. In Bremen kann man eine Linie ziehen, also eine X- und eine Y-Achse. Auf der einen Achse ist die Anzahl der Hartz-IV-Empfänger in einem Stadtteil und auf der anderen Achse ist die Wahlbeteiligung und siehe da, das ist parallel.
Die höchste Wahlbeteiligung mit fast 87% war in dem Stadtteil, wo die Hartz-IV-Empfänger gerade mal 1,6% ausmachen. Und die niedrigste mit 50% war in dem Stadtteil, wo die Hartz-IV-Empfänger fast 37% ausmachen. Und der Rest reiht sich dazwischen allen richtig wie auf einer Schnur. Und die Haltung ist schlicht und einfach, da oben interessiert sich keiner für uns. Also sollen sie einen Scheiß alleine machen. Das ist falsch politisch. Aber es ist in einem Wahlkampf auch so, es ist einfach schwer erkennbar, dass sich da was ändern kann. Man hätte dann sagen müssen, okay, irgendwie so eine Mehrheitskonstruktion, wo man sehen kann, mit der Mehrheit lässt sich auch was gestalten. Und das war einfach nicht zu erkennen. Und dann sind die Leute zu Hause geblieben. Manche auch aus Faulheit. Also man sollte jetzt nicht idealisieren. Das sind jetzt nicht in dem Sinne politische Nichtwähler, wie es ja manchmal in intellektuellen Kreisen das gegeben hat, sondern sind Nichtwähler aus Enttäuschung, die gesagt haben, okay, wir haben es lange genug versucht, denn man muss sagen, bis Ende der 90er Jahre war der Unterschied zwischen den Stadtteilen und den Bevölkerungsgruppen nicht größer als 10%. Heute liegt er bei über 30. Und das hat eben mit diesen Erfahrungen zu tun. Und dann kann man sagen, gut, das ist schade, aber wahrscheinlich kriegt man die nur dann wieder hin, wenn es vorher irgendwelche Bewegungen gegeben hat. Und bei Bewegungen, das dauert eben lange. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer die Anti-AKW-Bewegung. Ich weiß gar nicht, wie vielen AKWs ich protestiert habe und sie sind alle gebaut worden. Das war sehr frustrierend. Also außer war technisch nicht möglich, wie der schnelle Brüter in Kalkar und so, aber wenn wir demonstriert haben, das war nicht die Demo aus unserer Sicht, die es verhindert hat, aber mit einer zeitlichen Verzögerung kann man sagen, wir haben verhindert, dass noch mehr Kernkraftwerke gebaut worden sind und deswegen ist so ein Ausstieg überhaupt möglich. Wenn man sich ein Land wie Frankreich anguckt, wo es diese Bewegung nicht gegeben hat, die haben so viele Kernkraftwerke da stehen, ob die wollen oder nicht, die könnten gar nicht so schnell aussteigen. Dann würde wirklich was zusammenbrechen. Und das ist eben bei vielen Dingen so, dass man einen langen Atem haben muss. Gut, ob das dann die Leute motiviert, das muss man abwarten. Also für mich ist Hessen so ein Fall. Jetzt, wenn die es in Hessen schaffen sollten, egal wie sie es machen, so eine rot-rot-grüne Zusammenarbeit zu installieren und damit Veränderungen nach so langer schwarz-gelber Regierungsmehrheit hinzukriegen, dann ist das so ein Signal, es geht. Das muss man abwarten, ob das funktioniert, weil das Personal nicht mehr identisch ist. Also man hat so in der älteren Generation so tief verwurzelte persönliche Feindschaften zwischen vor allem Linkspartei und SPD gehabt, die können einfach nicht miteinander. Bei den Jüngeren ist das vorbei, das ist Schnee von gestern. Und das wird sich dann entscheiden. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo in der Bevölkerung das Gefühl entsteht, da könnte sich auch mal was anders entwickeln, dann werden auch die Wahlbeteiligung wieder steigen. Und für mich war damals, bei allem, was man an Ypsilanti kritisieren kann, als sie es damals gemacht hat. Sie hat einfach auf soziale Gerechtigkeit gesetzt, war auch überzeugend. Ihr Vater war Arbeiter bei Opel, das heißt, die kannte das Milieu und hat dann gesagt, wir setzen auf diese Karte. Damit hat sie Leute wieder an die Wahlurnen gekriegt, die vorher nicht hingegangen sind, hat einen Erfolg gehabt, den ihr keiner zugetraut hat, dann hat sie leider innerhalb der eigenen Partei die Schwierigkeiten gekriegt und hat vorher auch was gesagt, was er nicht hätte sagen sollen. Aber nun gut, ja, das wird man halt jetzt sehen. Aber letztendlich ist es immer nur von unten. Also man kann nicht darauf setzen, dass oben die Konkurrenz oder die Einsicht oder was auch immer, weil die Einsicht setzt voraus, dass man die Dinge auch so sieht. Und das habe ich ja eben beschrieben, wenn man die Dinge anders sieht, dann trifft man ja Entscheidungen nicht, weil man korrupt ist oder weil man den anderen was Böses will, sondern man trifft Entscheidungen, weil man ernsthaft glaubt, das ist für alle das Beste. Aber das ist eben aus der spezifischen Sicht. In meinem letzten Buch habe ich dann Tony Blair so zitiert, das ist am treffendsten, weil er als Höhepunkt seiner politischen Erkenntnis beschreibt in seiner Biografie, als er begriffen hat, dass nicht wichtig ist zu wissen, was die Bevölkerung will, sondern was er im Interesse der Bevölkerung für richtig hält. Und das ist eben Vater, gut verdienender Anwalt, Schule, Eliteschule, teure Eliteschule in Schottland, danach Oxford, also so die typische Karriere. Dann kann ich sagen, klar, der sieht die Welt einfach so. Schön, also es war sehr interessant. Wir bedanken uns für das Interview. Bitte. Danke.